Namaskaram Sadhguru, ich bin ein 20-jähriger Universitätsstudent. I'm sorry. Ich bin ein 20-jähriger Universitätsstudent und ich strebe nach einem Leben in Wahrheit, Anteilnahme und Erfüllung. Wie sollte ich, sollen Leute meines Alters die innere Entwicklung und die äußere Welt ausbalancieren, sei es als Universitätsstudent, beim Antreten einer professionellen Karriere oder wenn man mehr Zeit im Ashram verbringt? Schau, wir alle müssen in diesem Universum leben. Da besteht jetzt gerade keine Wahl. Aber Universität ist eine Entscheidung. Und deshalb stellst du diese Frage. Wie viel Zeit? Bildung ist wertvoll, um bestimmte Dinge zu tun. Aber was sollen wir tun, als individuelle menschliche Wesen, als eine Generation von Menschen? Was sollten wir tun in unserem Leben? Was ich sagen würde, ist, als ein junger Mann, ich möchte, dass du deine Augen öffnest und die Welt betrachtest. Jetzt gerade bitte erkenne, was ist jetzt gerade das Nötigste in der Welt? Du tust nicht irgendeine fantasievolle Sache, die du gerne tust. Du musst tun, was am meisten nötig ist, oder nicht? Oder etwa nicht? Wenn du von Umständen mitgerissen wirst. Die Leute werden so, es ist nützlich, aber es ist nicht die grundlegende Sache. Heute hast du einen brennenden Zug gesehen. Also willst du ein Feuerwehrmann werden. Morgen siehst du irgendetwas. Nun willst du das werden. In Reaktionen, in emotionaler Reaktion entscheidest du dich, etwas zu werden. Das könnte auf einer bestimmten Ebene nützlich sein. Aber jetzt, wo die meisten jungen Leute nicht denken können, bist du am Überlegen, was soll ich mit meinem Leben machen? Wenn ein solcher Gedanke gekommen ist, würde ich sagen, verbringe etwas mehr Zeit damit. Nicht beeinflusst durch irgendjemanden oder irgendetwas. Schau es dir einfach an. Was ist es, das die Menschheit am meisten braucht? Was ist es, das die Welt heutzutage am meisten braucht? Ich will, dass du das erkennst. Das Einzige, was auf diesem Planeten in Ordnung gebracht werden muss, sind die Menschen. Alles andere ist in Ordnung. Ist es nicht so? Also, ich würde sagen, alle jungen Leute, nicht nur du, musst eine Pause machen von dem, was du tust. Nur verfangen. Weil du die Schule besucht hast, bist du zur Universität gegangen. Weil du die Universität besucht hast, bist du zur nächsten Sache gegangen und zur nächsten Sache gegangen und du endetest mit einem Doktortitel. Das ist gefährlich, weißt du? Denn Bildungswissenschaftler sagen, wenn du 20 Jahre formaler Bildung durchläufst und dann endest mit einem Doktortitel oder so etwas, sind 70% deiner Intelligenz unwiderruflich zerstört. Du wirst ein sehr wissender Idiot werden. Und heutzutage macht Wissen keinen Sinn, denn was auch immer ein Doktortitelinhaber weiß, ein Schulkind kann das Internet öffnen und die gleiche Sprache sprechen. Du kannst nicht einmal mehr schlau wirken mit dem, was du gesammelt hast, oder nicht? Weil so ziemlich jeder diese Dinge reden wird, weil sie überall sind. Also bereitest du dich auf eine Universität vor oder das Universum? Dort ist, wo du leben musst. Es sei denn, du willst ein Akademiker werden. Ich sage nicht, dass diese Dinge falsch sind. Aber menschliche Wesen, empfindsame menschliche Wesen, müssen ihr Leben in das investieren, was am meisten gebraucht wird, oder nicht? Nicht irgendeine fantasievolle Sache, die ich tun will oder du tun willst. Du kannst was auch immer tun. Glücklich oder unglücklich, oder nicht? Und einfach nur, weil du heute denkst, indem ich das tue, werde ich glücklich sein. Wenn du dem nachgehst, denke niemals, dass du damit glücklich bleiben wirst nach einiger Zeit. Alle, wenn sie ihren ersten Job hatten, was war das für ein schöner Tag? Du gingst zu diesem räudigen kleinen Büro. Wie es sich anfühlte. Aber nach einigen Jahren hinter dem gleichen Tisch nimmt es dir das Leben.
Der gleiche Job, die gleiche Ehe, die gleichen Situationen. Sie nehmen dir das Leben. An einem Tag sah es aus wie im Himmel, nach einiger Zeit sieht es aus wie die Hölle, oder nicht? Nicht, weil etwas nicht stimmt mit diesen Jobs, einfach, weil du es aus dem falschen Grund tust. Du tust es nur aus den falschen Gründen, das ist alles. Jetzt, wo du überlegst, würde ich sagen, nimm dir ein paar Wochen frei. Wir sind gewillt, dir den Raum zu geben. Bleib einfach unbeeinflusst von irgendjemandem. Schau es dir einfach an. Es gibt viele Dinge, die du jetzt gerade tun wollen wirst, aufgrund von unmittelbaren Zwängen. Du bist gerade pleite, du denkst, das Erste, was du tun musst, ist, einen Job zu finden. Oder irgendein anderer Zwang in dir, du denkst, das Erste ist, das zu tun. Neben deinen Zwängen, angenommen, du hättest keinen dieser Zwänge, was würdest du gerne mit dem Leben machen? Das ist, was du tun solltest. Du solltest dein Leben nicht, den Verlauf deines Lebens nicht festlegen auf der Grundlage von unmittelbaren Zwängen. Du entscheidest dich in deinem Leben, wenn du das für 100 Jahre tust und zurückschaust. Wenn du nach 100 Jahren zurückschaust, ist es noch immer erstrebenswert. Mach das. Es gibt viele andere, die gerne du wären. Oh, ich wünschte, ich wäre 20 Jahre alt und ich wünschte, ich könnte mir überlegen, was ich tun sollte. Zu der Zeit habe ich irgendetwas getan. Da gibt es etliche Leute hier. Jetzt, da du 20 bist und du das Glück hast, dass du überlegst, und es ist ein Glück, dass du hier bist, es ist Zeit, dass du klar denkst, bevor du handelst. Wir haben unser Bestes gegeben, um dies ins Deutsche zu übersetzen. Sadhgurus Worte sind präzise und prägnant. Wir bitten für jegliche Übersetzungsfehler um Entschuldigung. Unsere Intention ist es, diese essentielle Weisheit auf Deutsch zugänglich zu machen.